Herzlichen Gruß alle Zuschauer und Zuschauerinnen aus der ganzen Welt. Ihr hört und schaut eure Knechte Movidoji Paul. Ich bin Leiter eines Gebetszentrums in Kpovizio, Slit in Norden, das ist in Togo. Also, aus Gottes Gnade sprechen wir über die Heilung. In dieser Woche, in der Bibel spricht man über die Heilung während der Zeit Jesus. Also, wir lesen im Evangelium nach Lukas, Kapitel 13, Vers 16. Es steht geschrieben: Sollte aber nicht gelöst werden am Sabbat diese, die doch Abrahams Tochter ist, von diesem Bande, welches Satanas gebunden hatte, nun wohl 18 Jahre alt. Halleluja. Es ist das Wort von unserem Herrn, Jesus Christus, als er noch eine junge Frau heilte. Das war in der alten Zeit geschehen. Eine Frau wurde krank. Also diese wurde kein Mensch mehr. Das heißt, sie könnte verheiratet sein. Sie ist selbstständig. Da bezeichnete die Bibel sie als Frau. Aber wegen ihrer Krankheit wurde sie gekrümmt. Sie konnte nicht mehr stehen bleiben. Die Bibel hat gesagt, dass man alles getan hatte, wurde sie nicht geheilt. Jesus predigte am Sabbat und plötzlich trat sie in die Kirche. Jesus hörte seine Predigt auf und er hat ihr Mitleid. Das ist immer so. Jesus hat immer uns Mitleid. Wenn wir krank sind, dann alles tun, ohne gesund zu werden. Liebe Damen und Herren, ich möchte euch mal fragen, kann ein Arzt in dieser Erde so jemanden Mitleid haben? Kann er den Kranken untersuchen, ohne etwas zu bringen? Wie ich diesen Kranken sehe, untersuche ich kostenlos oder mache ich alles gratis? Kann ein Arzt so sein? Es gibt keinen Arzt. In kritischen Fällen sprechen die Ärzte über Geld, damit sie den Patienten schnell untersuchen können. Dieser Kranke kann sein Leben verlieren, wenn man kein Geld findet. Aber als Jesus die Kranken sah, hat er ihn mit ihr Mitleid. Das ist immer so. Jesus hat uns Mitleid in jener Zeit. Alle Zuhörer, die mir folgen, du liegst im Bett. Jesus hat dir Mitleid. Egal, du eine große Sünde machst, hat Jesus dir Mitleid. Jesus hat der Frau Mitleid und rief sie. Dann stellte er seine Hand in ihren Rücken. Jesus sprach zu ihr: Sei gesund. In diesem Moment wurde sie stehen geblieben. Als sie stehen blieb, waren die Leute nicht froh. Trotzdem stellen sie Jesus Fragen. Warum hattest du sie an den Tag geheilt? Sie sprachen zu ihm: Heute ist der Tag der Freude. Jesus erwiderte: Diese junge Frau ist doch Abrahams Tochter, die Nachkömmlinge Abrahams. Sollte aber nicht gelöst werden am Sabbat diese, die doch Abrahams Tochter ist, von diesem Band, welches Satanas gebunden hatte, nun wohl 18 Jahre. Das heißt, diese Frau litt unter dieser schweren Krankheit. So eine Krankheit kann man mehrmals untersuchen und alle Medikamente nehmen, ohne gesund zu werden. Es gibt nur einen Herrn, der dich heilen kann. Sein Name ist Jesus Christus. Er ist bereit, dich zu heilen. Wenn du meine Stimme anhörst, kann deine Augen wieder öffnen. Sieh im Namen Jesus Christus. Dein Krebs kann verschwinden. Sei wieder fruchtbar. Sei wieder gesund im Namen Jesus. Du bist todmüde und hast die Hoffnung verloren. Nur Jesus, der uns Mittel hat, damit du wieder gesund wirst.
Bis bald für eine neue Predigt. Hey, Sade.